Die Frau des Moderators, Harry Winford, hat ihrem Ehemann offenbar das Leben gerettet. Das berichtete Winford gegenüber der Zeitschrift Das Neue Blatt. Der Moderator erlitt Sprachstörungen, worauf seine Frau ihn schnellstmöglichst ins nächste Krankenhaus brachte. Ein Schlaganfall konnte ausgeschlossen werden. Winford berichtete, dass alles, was er von sich gab, sich anhörte, als hätte er getrunken. Aufgrund meines Zuckers hatten sich die Nieren zum Großteil verabschiedet. Das hatte sich auf mein Sprachzentrum ausgewirkt. Das schnelle Handeln seiner Frau konnte Schlimmeres verhindern. Inzwischen komme er wieder ohne Medikamente aus und auf eine Dialyse könne er auch verzichten. Aber ohne meine Frau wäre es wohl anders ausgegangen. Sie ist mein größtes Glück.